Lieben, hier sind wir wieder. Wir spielen vor oder wir testen For Honor. Das ist ein Open Test. Wir sind in der Beta-Phase und bevor ich das jetzt anteste, muss ich gerade nochmal was sagen. Die Schrift und das alles. Das alles. Man kann auch mit Controller spielen übrigens. Dann ändert sich das. Das erinnert voll an Tomb Raider. Und wo wir gerade bei Tomb Raider sind, das Spiel funktioniert nicht mehr seit dem nächsten Update. Spukt euch, Square Enix. Wirklich. Finde ich scheiße. Also, ich kann euch auch mal sagen, wie das bei mir ist. Ich starte, es kommt ein kurzer blauer Kreisel, diese Mausanzeige, diese Sanduhr, für eine Sekunde und dann passiert nichts. Und mehr gibt es nicht. Ich könnte kotzen. Mein Lieblingsspiel kann ich nicht starten. Ich frage mich, was da los ist, wirklich. Ohne Scheiß. Diese Kack, nur für diese VR-Brillen-Updates da, funktioniert jetzt nichts mehr. Ich könnte ausflippen. Square Enix, das ist scheiße. So, okay. Wir wechseln zu Ubisoft. Ubisoft, ihr seid total nett, denn ihr lasst uns hier Open-Beta-Phase-Test genießen. Ich habe schon mal kurz reingeklickt und habe mir deshalb auch ein paar Helden freigeschaltet. Ich kann mir jetzt die... Pass auf, die Schamanin. Die erinnert mich ein bisschen an Senua. wo ist sie denn? Ich finde sie jetzt gerade nicht... Aber die Beschreibung war geil. Ach, da. Völlig durchgeknallte Schamanin. Moment, kommt mir bekannt vor. Oh, ich muss die noch freischalten. Tagesbefehle. Oh, okay. Ah, okay, dann halt nicht. So. Und über den Season Pass kriegt man die halt... Schneller, okay. Verstehe. So, jetzt hat man Plünderer, Kensei. Ich hatte den Wikinger letzte Mal. Der war gut. Okay, ist egal. Wir fangen an. Was ist denn ein schnelles Spiel? Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist komplett anders als heute Morgen, wo ich getestet habe. Da habe ich nur ein Tutorial gehabt, sonst gar nichts. Und jetzt habe ich hier voll die Auswahl. Wow. Okay. Was? Ich geb's zu, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ja, los. Duell, okay. Mal gucken, ob ich noch irgendwas von heute Morgen vom Tutorial weiß. Ach, ist das schön. Wow. Was? Okay. Okay, das war gut. Komm, schlag doch nochmal. Hallo? Wieso blockt er eigentlich nicht? Meine Knöpfe sind. Der blockt nicht! Warum blockt er nicht? Gewonnen. Ja, aber. Scheiße! Normalerweise konnte man so blocken. Das Tutorial kommt heute Morgen komplett anders als das Spiel jetzt ist. Was ist das für eine Scheiße? Ach, Moment! Aha! Was? Oh, das war jetzt. Jetzt, okay. Das funktioniert mit, und zwar, der Trick ist, mit dem rechten Stick zusätzlich zu blocken. Und da gibt man halt die Richtung. So. Das war's. Ja! Ja, okay. Oh.
okay, ich verstehe. Mit dem rechten Stick steuert man quasi die Arme. Und mit dem linken Stick die Beine. Das ist total geil. Das ist eine super Idee. Ah, er hat mich ausgetrickst. Toll! Der hatte eben Glück, dass dieser Pfosten im Weg war. Ich glaube, der hat mich nämlich aufgehalten. Jawohl, ich habe einen Können bewiesen. Yay! Der Fraktionskrieg ist ein fortwährender, plattformübergreifender Konflikt zwischen den Rittern, Wikingern und Samurai. Im Fraktionskrieg kämpfst du für die Fraktion, der du die Treue geschworen hast. Das hindert dich aber nicht daran, mit allen verfügbaren Helden zu spielen. Der Fraktionskrieg umfasst alle Multiplayer- und Bot-Aktivitäten. Nach jedem Match erhältst du Truppen entsprechend deiner persönlichen Leistung. Deine Truppen werden nach jedem Match auf alle Konflikte deiner Fraktion verteilt. Du kannst deine Truppen aber auch manuell einsetzen oder deinen Kriegsbanner auf einem spezifischen Territorium platzieren. Der Fraktionskrieg ist in Schlachten, Feldzüge und Saisons unterteilt. Schlachten finden alle 11 Stunden statt. Feldzüge dauern 2 Wochen und eine Saison dauert 10 Wochen. Yay! Das Schlacht fällt das Territorium an die Fraktion, die dort die meisten Truppen eingesetzt hat. Die Weltkarte wird aktualisiert und die verschiedenen Fronten werden entsprechend verschoben. Ein Teil der Truppen der siegreichen Fraktion wird auf dem eroberten Territorium zurückgelassen. Die Front bestimmt, auf welcher Karte du spielst. Auf einer Karte, die erst den Rittern gehört hat und nun von Samurai kontrolliert wird, wirst du viele sichtbare Veränderungen feststellen. Am Ende jedes Feldzugs erhalten die teilnehmenden Spieler eine Belohnung entsprechend des Rangs ihrer Fraktion in diesem Feldzug. Sobald eine Saison beendet ist, erhalten alle Teilnehmer eine Belohnung abhängig vom Rang ihrer Fraktion. Am Ende jeder Saison wird der Fraktionskrieg zurückgesetzt und geht nach einer kurzen Saisonpause weiter. Die Welt verändert sich durch die Geschehnisse der vorangegangenen Saisons in For Honor fortlaufend. Previously in For Honor. Jawohl. Wow. Nice, nice. Oh, was gibt's für Events? Gibt noch keine Events, okay. Was ist das? Oh, Spieler gegen Spieler. Sehr hohe Aktivität. Da sind bestimmt jetzt voll die Mega-Checker. Und mich Anfänger dann sofort vermöbeln. Ja, okay. Nein, es gibt überhaupt keine Spiele. Sucht ihr gerade und findet niemanden. Okay. Machen wir das mal nicht. Was ist das? Was sind jetzt alle Spieler gegen Spieler? Wow. Das ist schon krass. Und das? Auch Spieler. Das ist schon nice. Okay, also, so läuft es. Sieht total nett aus, wo das Ganze spielen soll. Ist mir noch ein Rätsel. Kriegen wir aber noch raus. Warte mal. Was ist denn? Was ist denn das hier? Ach, Krieger-Event. Wann ist das? Oh, habe ich schon Fortschritt. Oh, Shop. Das könnt ihr euch jetzt kaufen. Würde ich jetzt vielleicht noch nicht machen, weil man kann es ja noch so testen. Das ist, ja. Oh, Berserkerin. Wow. Okay, also am Anfang hat man halt den Ritter, Wikinger und Schamane Standard. Aber ich hab da oben echt 0 Stahl. Wieso denn? Wieso denn? Uah! Vielleicht kriegt man auch nichts in der Open Beta. Keine Ahnung. Ich würde sagen, das ist unser erster Eindruck in For Honor. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.